Hallo. Manchmal sagen Gäste, dass die Paula von außen ziemlich uncool aussieht. Da fragt man sich dann schon, warum Experten uns zu den 10 guten Beispielen für inklusiven Schulbau in Deutschland zählen und sogar in diesem Buch hier uns vorgestellt haben. Und erst recht fragt man sich, was unsere Kinder und Jugendlichen davon haben. 2003 wurden wir offene Ganztagsschule, später inklusive Oberschule. Den zusätzlichen Raum, den man für diese Aufgaben braucht, müssen wir uns durch erfindungsreichen Umgang mit den vorhandenen Flächen selber schaffen. Durch die Verbindung von Raumgestaltung mit unserem pädagogischen Konzept haben sehr leistungsstarke und leistungswillige Kinder genauso gute Lernmöglichkeiten wie Kinder mit Förderbedarf. Die Zeiten sind vorbei, wo eine Lehrkraft vor der Klasse stand und alle Kinder und Jugendlichen auf die gleiche Weise belehrte. Das ist entscheidend für die Gestaltung der Paula. Bei der Gestaltung unserer Räume beachten wir die Laufwege und optimieren die Nutzungsflächen. Alle Flächen und Räume wurden von unseren Arbeitsgruppen entwickelt. Wir schaffen Flächen, die für Menschen mit Behinderungen wichtig und hilfreich sind, zum Beispiel diesen Psychomotorikraum oder diesen Ruheraum. Diese Räume sind aber gleichzeitig auch nützlich für alle unsere Schülerinnen und Schüler. Auch so bringt Inklusion zusätzlichen Nutzen für alle. Um in Deutsch, Mathe und Englisch möglichst viele Lernmöglichkeiten zu schaffen, ist jeder Klassenraum zugleich auch Fachraum für eines dieser Fächer. Hier zum Beispiel ein Matheraum im Haus der Kindheit. Wir sind noch lange nicht am Ende unseres Weges. Dies ist der Flur vor der Säule Blau im Haus der Kindheit. Noch ist er leer und zeigt wenig von seinem Potenzial. Zum Abschluss ein paar Bilder von dem, was wir hier in nächster Zeit bauen werden. Sie können sehen, wie wir unsere Schule immer kompetenter für ein gemeinsames Lernen aller Kinder gestalten.